Jetzt sind wir in der Adventszeit. Die Menschen bereiten sich immer mehr für das Weihnachten vor. Alt oder jung, alle lieben das Weihnachten. Das ist etwas, was dem Auge gefällt. Wenn man die Schönheit in Anführungszeichen des Weihnachtens betrachtet, muss man erkennen, dass Satan klug ist. Warum sage ich das? Sie werden gleich merken, dass es eine enge Verbindung zwischen Weihnachten, Sonnenanbetung und katholischer Messe gibt. Ich möchte Ihnen einige wichtige Abschnitte über den Weihnachten aus dem Buch Die Wahrheit über Ostern, Weihnachten und Halloween, geschrieben von Vance Ferrell, übersetzen. Auf Seite 7 wird uns gesagt, der Tag für diese Anbetung war zu Ehren von Mithra, dem Sonnengott, ausgewählt worden. Der 25. Dezember war seines Geburtstages gewidmet. Daher hielten ehrliche Christen es für eine Form der Sonnenanbetung. Die Sonne hatte am 21. Dezember, die Wintersonnenwende, ihren tiefsten Winkel am Himmel erreicht und am 25. war der erste beobachtbare Tag, an dem es im Mittagshimmel zu steigen begann. So wurde der 25. Dezember seit Jahrhunderten als die Geburt des Sonnengottes gefeiert. Zitat Ende. Betrachten wir jetzt den Namen Weihnachten. Auf Englisch heißt es Christmas und das bedeutet eigentlich Christi-Messe. Dies ist eine besondere römisch-katholische Messe am 25. Dezember. Es muss von den Gläubigen besucht werden, unter Strafe der Todsünde, wenn man dies nicht besucht. Bei dieser Messe, wie bei jeder anderen, wird Christus vom Priester in einem Wafer angeboten. Die Menschen sollen diesen Wafer als den wahren Körper, Blut, Geist und Seele Jesu Christi anbeten. Zitat Ende. Das ist nicht biblisch. Der Weihnachtsmann, der Tannenbaum und so weiter, alle diese haben ihren Ursprung im Heidentum. Für ausführliche Informationen zum Thema Weihnachten lege ich Ihnen ans Herzen das Buch Die Wahrheit über Ostern, Weihnachten und Halloween, geschrieben von Vance Ferrell. In der Beschreibung des Videos gebe ich Ihnen den Link, wo Sie das Buch im PDF gratis lesen können. Laut der Bibel kennen wir das Datum von Jesu Geburt nicht. Jedoch wir wissen, dass wir täglich eine Verbindung mit Jesu haben müssen und besonders am Sabbat, also am Samstag. Wir müssen uns auf Immanuel, auf Jesu Christus konzentrieren. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist eine Verheißung, die von Jesus wieder in Matthäus 28, Vers 20 wiederholt wurde. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans der Weltende. Ich wünsche Ihnen, dass diese Verheißung sich in Ihrem Leben täglich erfüllt. Gott mit uns.